Hallihallo und willkommen zurück hier. Die NF Marsch ist wieder unterwegs und ja, wir bringen gerade unseren Paletten-Kladderadatsch einmal nach Hause. Das heißt, wir können die restlichen paar Meter auch schnell selbst fahren. Dann lagern wir das ganze Zeug einmal ein und ja, dann schauen wir, was dann für uns ansteht. Bei irgendwelchen Arbeiten wird es auf jeden Fall geben. Zum einen denke ich mal, müssen wir den Rübenroder gleich mal abtanken. Mal hoffen, dass es diesmal funktioniert. Weil der irgendwie die Klappe in der letzten Folge so komisch gemacht hatte. So. Da ist der auf jeden Fall da. So, machen wir die Spanngurte ab. So, lassen wir das mal alles schnell abladen. Ja, der macht hier sein. So, dann gucken wir mal, was er jetzt sagt, ob wir abbunkern dürfen. Irgendwie. Ärgert das nicht. Vorhin ging das komisch. Ja gut, dann kippen wir erstmal die erste Ladung ab und warten mal, bis der komplett voll ist. Vielleicht geht's ja dann. Ansonsten müssen wir einmal CP anhalten und neu starten. Das hilft ja meistens auch. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe der Spritze einen neuen Auftrag gegeben. Feld 16 steht da jetzt an. Also der ist dahin oder die ist dahin unterwegs. Oh, bremst doch. Oh Gott, die Bremsen sind aber auch. Der hat nämlich gerade neue Herbizid geholt und ist jetzt eben auf dem Weg auf die 16. Ja, das Ding ist einfach, wir haben aktuell sonst nichts groß, was wir jetzt tun können. An Missionen gibt es irgendwie nicht wirklich was. Was wir gucken können, was ist. Oh, hier sind die Steine. Vor allem haben wir auch hier fast keine Zuckerrüben mehr. Also wie gesagt, ich denke, das lassen wir eh relativ auslaufen. Die Werkstatt, die Zuckerfabrik hat noch genug zu tun. Hier wird es langsam weniger. So, Kompost. Stroh, ja, da könnten wir irgendwann mal Mist nachfüllen. Hier brauchen wir bald Diesel, auch leider Gottes. Ja, Mischfutter, hier ist die Kapazität vergrößert worden. Eben. Das heißt, da können wir auch wesentlich mehr produzieren. Silage ist noch gut da, Gras ist auch noch einiges da, perfekt. Dünger aus Mist und Gülle, keine Gülle mehr, aber Gülle haben wir doch hier. Okay, gut, ich habe was gefunden, was wir tun können. Wir brauchen den da. Dann holen wir mal Gülle und bringen die in die Düngeproduktion. Damit wir da eben auch wieder produzieren, weil wir müssen gucken, und egal was, die müssen einfach laufen.
Und wenn wir zu viel Dünger haben, dann wird er verkauft. Ganz einfach. Die Über doch, das wollte ich jetzt mal gucken. Wir können ja Flüssigdünger produzieren. Aus 1000 Dünger machen wir 2000 Flüssigdünger. Wie sieht denn der Preis aus? Wenn wir Mineraldünger verkaufen, sind wir bei 1400 und Flüssigdünger ist sogar noch mehr. Wir müssen Flüssigdünger produzieren zum Verkaufen. Zack, das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall Wasser. Machen wir gleich. Wasser kann der ja automatisch machen. Wir haben ja Hof, Wasser und oh Gott, oh Gott. Dünger Anlieferung mit Wasser. Und dann fährst du mal 8 Runden. Ja, dann werden wir Flüssigdünger produzieren. Weil wenn der mehr Kohle bringt und ja, der bringt we wesentlich mehr. Also er bringt alleine schon die 1000 Liter mehr und wir machen ja mit 1000 Liter Dünger. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. So. Deckel auf. Oh, muss entladen werden. Das ist dann wohl unser Rübenroder. Oh Gott. Das war irgendwie verschluckt. Und dann würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach eine Runde Gülle. Und danach kann der in die Wasserfahrt erstmal gehen. Ah ja, der ist auch da. Warte mal, dann bekommt der noch schnell seinen Kurs. So, zack, generieren. Erster Wegpunkt. Ah, guck mal, der ist auch da. Also müssen wir auch noch losschicken. Ja, es ist, wenn was zu tun ist, dann geht's richtig zur Sache. So, tipp, 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 das passt auch alles. Erster Wegpunkt, los geht's. Das ist der. Ah ja, hier. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Rüben da rausbekommen. Es ist irgendwie schade, dass wir keine Düngemission aktuell haben. Der hat schon wieder so komisch das Ding eingeknickt. Hallo. So, guck, dann machen wir das eben so. Warten wir, bis der hier nebenan einmal voll ist und dann kann er ja weiterarbeiten. So, und wir können hier 70.000 Liter Rüben wegbringen. Und jetzt sieht es auch besser aus mit dem Überladerohr, muss ich sagen.
So. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel wir von unseren drei Feldern hier runterbekommen. So, ja, ich bremse jetzt schon mal vorher, weil wir wissen, die Bremswirkung ist nicht so die beste. So, jetzt schauen wir mal wieder. Der ist dabei, der ist unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, ups, den Düngerstreuer stellen wir einmal weg. Und dann bekommt der aber schon mal den Zetter dran. Und darf dementsprechend hoch auf die 45 fahren. Weil da müssen wir auch möglichst zeitnah loslegen. So, 45. Ja. Und bei dem Kollegen genau dasselbe, auch die 45, nur mit der Ballenpresse. Ach ja, da steht ein Drescher im Weg. Ach ja, irgendwie ist der Hof schon jetzt zu klein. So, kommt ihr jetzt vorbei? Jo, das sieht gut aus. So, dann geht's für uns hier weiter. Ups. Kollege, das ist nicht so gut. Kannst du ruhig zusammengeklappt fahren? Ach ja, immer die Technik. So, wo ist der Ruh? Ach, perfekt. Da können wir dich ja gleich einmal schnell leer machen, wenn du gedreht hast. So. Hat sich irgendwas miss. Oh, wir hätten eine Pflügemission. Aber jetzt kein Traktor mehr frei. Und mehr er oh, Ernten. Zuckerrüben auf Feld 66. Das nehmen wir sofort. Wir haben ja den Rübenernter gemietet. Das müssen wir machen. Da geht ja gar nichts dran vorbei. So, Maisgebiss. Ja, 12.000 Euro. Das lohnt sich halt gar nicht, irgendwie da anzufangen. Aber das heißt, wir werden noch mehr, die 66, genau, das war das Feld, was ich mir am Anfang überlegt hatte zu kaufen, aber dann ist halt dann doch ein bisschen sehr groß und sehr teuer gewesen. Aber wenn wir da die Rüben ernten können, für das Geld, machen wir das doch gerne. So, was ist jetzt los? Wo hängen wir? Gib mir Rüben. Oh. Ich weiß nicht, warum der hier so einen komischen krummen Kurs gemacht hat. Wir müssen vielleicht den Feldrand nochmal begradigen demnächst. So, haben wir jetzt eigentlich noch einen Traktor frei? Ich glaube aktuell nicht, oder? Der fährt Wasser. Rein theoretisch bräuchten wir noch mehr Traktoren. So. Die beiden sind unterwegs.
Hohoho, das wird alles schwierig. So, aber rein theoretisch, Flüssigdünger, ne, ist noch kein Wasser da. Aber das sollte gleich passieren. Ja, guck, da kommt der Wassertransport. Wie viel machen wir denn da? 2000 in der Stunde, das heißt 48.000 Liter im Monat. Ist ja gar nicht mal so wenig. Das Gute ist ja, wenn wir irgendwann das Klärwerk haben, da können wir na klar auch wieder sagen, wir verteilen das Wasser automatisch. Also das gereinigte Wasser, dass wir das nicht selbst abfahren müssen. Und dann ja, haben wir da wieder wesentlich weniger Arbeit mit. Aber wie gesagt, nach dem Labor. Weil ich denke, das Labor bringt uns mit am meisten. So, jetzt müsste ich hier. Ja, Flüssigdünger läuft. Gut. So, dann lass uns mal die Mission 1 schon mal abschließen. Ja, es sind 12.000 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt. So, danach geht es auf die 19 für die Spritze. Ach so, das ist der. Aber den können wir doch rein theoretisch auch schon losschicken. Der macht einfach ein Vorgewende. Beginnt im Vorgewende weich. Dann hoffen wir mal. Der Stopp ist unten. Das sollte passen. Das heißt, erster Wegpunkt, los geht's. So, und fährt die Ballenpresse. Riskieren wir das, die schon, ja, wobei, die können wir direkt hinten dran jagen. Die können wir gleich auch losschicken. Ja, weil die hat 10 Meter. Ja, da, mit der warten wir noch. Mit der warten wir noch. Da habe ich sonst Angst, dass wir uns irgendwo in die Quere kommen. So, Zuckerrüben. Wo ist der gerade? Ach, da hinten. Dann erwarten wir den mal hier unten. So, hier. Boah, das heißt, wir haben jetzt hier 40.000. 60, 65.000 Liter plus, was haben wir schon ins Lager gebracht? 65, also ja, fast 200.000 Liter sind schon runtergekommen. Aber wie gesagt, da werden wir noch einiges zu tun haben. Und damit es nicht zu viel wird für euch, machen wir jetzt erst einmal Feierabend. In der nächsten Folge, dann geht's weiter. Ich mache jetzt hier einfach mal den Motor aus. Das soll es gewesen sein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.